Hallo und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Koschig ganz nah dran. Heute bei... Und nun viel Spaß. Ich darf Sie herzlich begrüßen hier als Hausherr in diesem Gebäude der Pfarrbank Bayreuth. Wie schon traditionell zur Pressekonferenz bei der Osterfeste. Und ich darf an der Stelle, Herr Professor Schubert, gleich auch an Sie weiterleiten. Bitte sehr. Vielen Dank, Herr Löwe, meine Damen und Herren. Es freut mich, dass wir uns ganz traditionell in der Woche, der K-Woche, treffen und noch einmal informieren über die Neuigkeiten für das Bayreuther Osterfestival. In diesem Jahr das 19. Bayreuther Osterfestival. Seit Samstagmorgen laufen die Proben. Das heißt, 4 Tage ist das große Sinfonieorchester zusammen. Und die Zahl ist beachtlich, denn wir haben 99 Musiker plus Dirigenten, also 100 auf der Bühne. 99 Musiker, und wir sind sehr stolz, dass dieses Orchester fast so international ist wie noch nie, denn wir haben 32 Nationen, die im Orchester vertreten sind. Und wir haben uns ja seit Jahren bemüht, die Kontakte auch zur Demokratischen Volksrepublik Nordkorea und Korea zu halten. Und ich freue mich sehr, dass Herr Koschig sich wieder darum gekümmert hat, diese Kontakte zu intensivieren. 32 Nationen, und wir haben ja heute auch Vertreter aus Ägypten, aus dem Libanon, aber auch aus der Demokratischen Volksrepublik Korea, aus Nordkorea da. Und das zeigt, dass wenn die Politik und die Diplomatie sprachlos sind, dass die Kultur niemals sprachlos ist. Ich muss ganz offen gestehen, dass ich jeden Tag gebannt habe, ob es aufgrund der politischen Situation in diesem Jahr möglich sein wird. Es ist möglich. So, wir freuen uns an diesem 19. Osterfestival zu teilnehmen, zu kennen. Ich freue mich, dass die Gäste aus Pyongyang da sind, ja, und wünsche Ihnen eine schöne Zeit hier beim Bayreuther Osterfestival.